Hey, liebe Leute, der Greifwein, willkommen zur nächsten Runde von Oxygen Not Included mit der nächsten Folge. Wir haben ein paar Aufgaben zu erledigen. Gab viele, viele gute Tipps in euren Kommentaren. Vielen Dank nochmal dafür. Ich habe auch die meisten Leute schon mal umbenannt. Keiner will Stinky sein. Ich habe auch nochmal geguckt. Er ist auch unser Klempner theoretisch. Wie passend eigentlich der Name ist, deswegen. Ich lasse mal noch frei, wer sich freiwillig meldet, als stinkender Klempner zu arbeiten, immer gerne. Ansonsten war Abe der absolute Favorit von euch. Ich denke mal, es wird wegen den Haaren zusammenhängen, weil er aussieht wie so ein Super Saiyajin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Burkhard bekommen, weil er unbedingt der Wissenschaftler sein wollte. Wir kriegen ja hier noch ein paar neue Leute rein, da werden noch ein paar Plätze frei. Auf jeden Fall, der hier ist eingeschlossen. Das wurde auch in den Kommentaren erwähnt. Dann auch ein guter Tipp von den guten Leorin, der auch schon ewig mit dabei ist. Wir sollten doch die Türen immer offen halten. Weil die Türen dienen ja eigentlich nur dazu, dass das als Raum zählt. Und die müssen trotzdem immer noch so ein kleines bisschen warten, bis die Tür aufgeht. Von daher können wir da. Es ist zwar nur ein bisschen Zeit, die wir da sparen, aber es läppert sich über die Zeit hin, ne? Gucken, ich baue die hier mal nur mal ab, dass der hier frei ist. Ja, ist natürlich blöd, dass der jetzt hier mitten bei den Schlafräumen drin ist, ne? Scheiße. Weil die können nicht richtig schlafen, wenn die ganze Zeit Licht an ist. Das ist quasi der schlechteste Ort, wo er sein kann hier. Naja, wir haben ja die Türen gleich mal offen. Mal gucken, ob wir Glück haben und der irgendwie rausfliegt. Dann noch der nächste Tipp. Wir sollten doch den Sauerstoffdiffuser ein zumindest noch woanders hinbauen. Das werden wir auch mal machen. Zuerst muss ich das hier einmal kurz machen. Und auch ganz wichtig, das hätte ich sogar, glaube ich, fast vergessen, ohne dass es erwähnt werden würde. Wir brauchen hier unten unbedingt noch mindestens ein oder zwei Waschbecken. Mach mal vorsichtshalber zwei hin. Weil es ist nachher wirklich so, wenn die nachher dieses Dreckswasser hier runterbringen und hier reinschütten, sind sie trotzdem erstmal verseucht. Und das wollen wir ja eigentlich erstmal vermeiden, dass sie dann hier nach oben in die Basis gehen und essen oder so. Deswegen machen wir hier nochmal Waschbecken hin. Auf jeden Fall gar nicht so bad. Elektrolyser haben wir auch, da werden wir uns mal auch drum kümmern. So, das heißt, wir zerlegen den hier. Der Nachteil, den das jetzt hier halt hat, ist, dass ich halt das Stromkabel durch die halbe Base legen muss. An sich nicht so schlimm, wenn es wie gesagt hier in den Mauern mit drin ist. Aber genau hier, wo es rauskommt, sollten wir auf jeden Fall einen etwas schlechteren Dekor bekommen. Durch dieses Stromkabel. Ja, da sieht man schon minus 4,5, obwohl das Kabel noch nicht mal da ist. Aber an sich, die Leiter macht eh schon großen Minus aus, von daher. So, was machen wir als nächstes? So, wir haben jetzt hoffentlich genug Essen, damit hier alle klarkommen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir schon den nächsten Dupe hier reinlassen sollten. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal hier noch die nächste Stufe freigaben. Oh, wir haben es rausgeschafft hier. Nice. So, öffnen. Ich hoffe, der kommt nicht schon wieder hier runter, denn. Und. So. Wir werden jetzt erstmal noch ein paar Räume freibauen. Und dann überlegen wir uns mal, was wir da alles reinmachen wollen. Was zum Beispiel noch offen ist, ist was eine Essenskammer, wo die halt essen können, also ein Essensraum. Dann bräuchten wir vielleicht noch ein richtiges Klo, das könnten wir auch noch bauen. Oder was natürlich am allerwichtigsten wäre, das mache ich aber glaube ich wirklich erst in der nächsten Folge, eine bessere Sauerstoffproduktion. Nicht mit denen hier, sondern wir haben es ja extra jetzt freigeschaltet mit den Elektrolyser. Bevor wir das aber bauen, brauche ich noch eine andere Forschung. Nee, Flüssigkeitsfilter nicht. Ich glaube, ich brauche eh den Supercomputer. Weil ich brauche das Ding hier. Den Wasserstoffgenerator. Vorher könnten wir was machen, aber es nervt.
Heißt, wir brauchen erstmal den Supercomputer. Ja, hier muss ich auch mal noch einen besseren Boden bauen. So schön wäre, wenn wir trotzdem hier noch einmal alles aufräumen könnten. Liebe Leute. So, das können wir auch aufmachen. So, wie sieht es denn eigentlich von der Luft aus? Oh, könnte besser sein. Okay, jetzt drückt der hier durch. Das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, das war eh hier nicht kein Klo, oder? Dann würde ich sagen, machen wir erstmal... Mach mal die beiden hier weg, damit die Luft hier besser rausfliegen kann. Das Ding weg. So, Ape hier, ah, nicht mehr Ape, Burkhardt, massiv an Forschen. Auch. Auch ein bisschen Platz für den Supercomputer, merke ich gerade. Juhu! Yay, Forschung abgeschlossen, nice. So, wir könnten hier auch einmal. Eine große Batterie hinbacken. Ups. So, Supercomputer kommt erstmal dahin. So, und dann wurde auch nochmal ein guter Tipp gegeben, dass man die Badezeit vor der Freizeit macht. Ja. Die Frage, lassen wir sie denn früher aufstehen? Oder geben wir den Arbeitszeit? Ich mach's erstmal der Badezeit hier. Lass jetzt erstmal nochmal drin, dass die wenigstens einmal noch auf Klo können. Dann machen wir die Badezeit da hinten weg. Oh, hier das Klo ist auch verstopft. Das wäre schön, wenn mal hier jemand arbeiten würde. Ich glaube, wir brauchen auch eine bessere Batterie einfach mal, damit die auch über Nacht durchhält. Jetzt sind die ja eh leer, das heißt, wir können die mal kurz zerlegen. Nein. Strom. Machen wir zwei hin oder eine kleine und eine große? Ich glaube, wir machen mal zwei hin. Guckt auch noch ein Kabel raus. Der ist schon wieder hier drin. Verdammt. Eigentlich noch eine Pflanze? Nee. Nein. Müsst ihr echt aufpassen, wenn ihr keine Batterien habt, die laufen hier den ganzen Tag, um das Ding hier zum Laufen zu bringen. Wir müssen uns aber eigentlich mal hier beeilen, weil ohne Strom kein Sauerstoff. Brauchen auch relativ lange zum Bauen, aber
Eigentlich wird hier unten mal gebaut. Ist natürlich blöd hier zu bauen wegen der schlechten Luft, ne? Na, alle paar Sekunden immer hoch. So, jetzt können wir euch wieder aktivieren. Wir brauchen unbedingt Strom. So, die laufen sich jetzt hier erstmal kaputt, aber wenn die erstmal voll sind, dann reicht es auch eine Weile. Vor allem jetzt kriegen wir erstmal wieder ein bisschen mehr Sauerstoff rein hier. So, algentechnisch sind wir noch bei 13 Tonnen und wir haben hier noch eigentlich super viel. Auch noch einen riesen Batzen hier auch noch. Da kommen wir auch gleich noch hin. Boah, hier oben auch. Aber hier ist auch wieder ein Schleimbiom. Wir sind echt komplett umschleimt hier. Oh, hier ist auch nochmal was Großes. Da ist auch wieder Schleim. Da ist auch nochmal Algen. Eigentlich schön wäre irgendwo ein Eisbiom. Alter, hier ist ein Batzen, ey. Also wegen Algen brauchen wir uns eigentlich keinen Kopf machen. Jetzt brauchen wir die nächste Forschung. Das wäre erstmal die interne Verbrennung. Ja, essenstechnisch, ich weiß nicht, du. Quatsch. Wir haben heute 2,5 erzeugt. Oh, warte mal, wir müssen mal die Zeitplan ändern. Also ich mache es jetzt hier erstmal wieder auf Arbeitszeit. Ich denke mal, 3 reichen für Schlafen und dann ist die Badezeit jetzt vor dem Essen. Beziehungsweise vor der Freizeit. Ich hoffe, das ist richtig so. Gucken mal. Der Gedanke dahinter ist eigentlich gut. Ob es dann im Wirklichfall auch sinnvoll ist, weiß ich nicht. So, das ist fertig. Wenn ihr rausgeht. Die müssen das hier aber noch fertig bauen. Warte mal, machen das mal kurz weg. Wir ernten das mal und wir nehmen mal die da raus. Ah, ich muss mal gucken. Wir schaffen es leider immer noch nicht, genug Sauerstoff zu produzieren. Essenstechnisch glaube ich auch nicht. Wir verbrauchen 6000 am Tag. Wenn wir jetzt hier noch jemanden reinholen, I'm not sure, dass wir das hier backen kriegen hier. Ich meine, wir haben hier und da noch ganz viel, kann auch geerntet werden. Hier haben wir noch mal was. Das sieht ganz gut aus. Ist kritisch. Holen wir uns noch jemanden rein oder lassen wir es? Haben wir sogar noch Oxylite. Haben wir sogar auch noch Oxylite ein bisschen. Könnten wir eigentlich nutzen. Na komm, einen holen wir uns noch rein. Nachdem, ob der gut ist oder nicht. Oh, 3 Leuchtkäfer. Wir haben eh ein bisschen weniger Frauenanteil hier, das wird mal. Und hier hatten wir jemanden, der kocht. Nicht bauen und nicht angreifen. Kochen, Kreativität, Athletik, schneller Lerner. Kann nicht graben. Ich weiß gar nicht, ob wir jemanden haben, der kreativmäßig dabei ist. Wir nehmen mal Nisbet. Brauchen Level 1 reicht erstmal aus. Wir werden sie aber, ups, gleich mal drauf trimmen, weil wir haben, glaube ich, noch keinen Koch. Genau. Ihr könnt hier an dieser Krone immer sehen, ob wir da schon jemanden haben, der das macht. Und wir haben zwar noch keinen Elektrogrill, aber einfach, dass sie ein bisschen schneller kocht. Und vielleicht können wir dann auch mal hier ein paar Sachen kochen, wo wir ein bisschen mehr Kalorien dann bekommen. Ja, glaube ich, ganz
Gut, jetzt kriegen wir hier nochmal ein bisschen was. Schön wäre, wenn der drin bleiben würde. Oder die beiden. So, nächste Forschung. Ups. Wir brauchen unbedingt den Wasserstoffgenerator hier. So. Zeitplanmäßig, da sind wir jetzt hier zu viert. Moment. Oh Gott, den Leorin. Das heißt, wir machen hier Nisbert rein. Dann sind die alle in einem Zeitplan, in einem Zimmer. Und nerven nicht, wenn hier einer zu früh aufsteht oder irgendwas. Ja, dass der jetzt da drin ist, natürlich ärgerlich. Werden auf jeden Fall alle nicht gut schlafen. Denn der fliegt irgendwie nochmal raus. So, hier ist alles gut. Oh, hier. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Jetzt haben wir hier schon das ganze Schmutzwasser schon zu stehen. Es wäre eigentlich mal schön, wenn die das hier mal fertig bauen würden, ne? Nahrungsmangel, okay. Oh nein, die armen Leute. Kann den auch noch nicht einfangen, ne? Nee. Das tut mir jetzt leid, ne? So, vom Sauerstoff her, will ich eigentlich noch ein bisschen mehr verteilen, aber ich glaube, wir machen nicht genug. Ganz klappt vielleicht, wenn es jetzt mal durchpowert und der Strom reicht, vielleicht klappt es dann. Gucken, Essen gibt es jetzt auch schön. Erstmal wieder voll werden hier. Wäre schön, wenn ihr die hier mal schnell rausholt. Weil jetzt fliegt schon der erste Käfer wieder raus. Oh. Jemand ist aufgelevelt. Nehmen den mal mit und dann machen wir hier wieder viel vor. Nein, okay, der Kleine ist nicht so schlimm. Es sei denn, der Große stirbt einfach. Oh, das gibt's doch nicht. Nein, und er ist komplett rausgeflogen. Aber wie viel Pech kann man eigentlich haben? So, weil ich mache jetzt mal erstmal keine Aufbauten mehr hier. Bis die das da unten nicht fertig gemacht haben. Dann können wir hier die Pflanzen hinmachen. Dann wäre schön, wenn ihr das hier mal fertig bauen würdet. Aber die brauchen da ziemlich lange für, ne? Also wenn die Forschung fertig ist, lasse ich das mal und dann sollen die hier unten erstmal fertig bauen.
Ich habe keinen Bock, dass die da immer rumtrampeln da drin. Im verschmutzten, verseuchten Zeug da. Aber hier baut sich doch viel verschmutzter Sauerstoff. Das ist nicht so gut. Forschung ist fast durch. Oh, wer kann denn hier aufgelevelt werden? Moral ist echt immer noch ziemlich low, ne? Aber Glück. Drei und plus eins kriegt da. Ist ziemlich knapp, aber brauchen hier einen besseren Dekor-Typi. So. Müssen wir kurz mal mit der Forschung stoppen. Verstehe nicht, warum die aufräumen, statt das hier zu machen. Ich glaube, das kann nämlich nur einer machen hier, oder? Mit diesem Graben. Oder haben wir schon zwei Leute, die das können? Okay, doch. Okay, wie gesagt, das muss jetzt erstmal fertig werden da unten. Das dauert ein bisschen. Ja, das sieht alles gut aus. Wo jetzt hier irgendwas reingekommen ist. Ein bisschen irgendeine Kohle ist verkeimt gewesen. So, Essen wird auch schon wieder knapp, ey. Fucking hell. Hinten da unten noch was ran. Hier ist noch was fertig. Mal kurz hinbuddeln. Auch dicht. Okay. Ah, das Ding ist immer noch da drin. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Aber gut, Stress ist trotzdem immer noch low. Wie sah's denn aus? Wir haben 5000 produziert. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Sauerstoff gemacht. Das geht also noch. Wird auch langsam besser. Es muss halt einfach nur die Nacht über an sein, dann geht's eigentlich. Aber jetzt noch jemanden mehr reinholen, wird schon schwierig. Dann müssten wir noch so ein Ding bauen. Ja, wir haben extra viel Algen, ne? Ist nicht der Untergang der Welt, aber erstmal wäre jetzt wichtig, dass das hier unten fertig wird. Ich mache erstmal nichts. Buddeln jetzt schon wieder hier oben. Keiner hat Lust, hier unten hinzugehen. Das ist lustig. Ich glaube, ich muss mal die Prio ein bisschen höher setzen hier. Wird das hier nie fertig. Ich meine, es ist schön, dass ihr alle hier nach hier oben wollt, aber ich denke mal, ich werde doch erstmal was zum Kochen hinmachen müssen. Da werden wir, glaube ich, nicht drum rumkommen. Mach mal den Grill hin, aber ich denke, der wird nicht wirklich zum Einsatz kommen. Kolonieerfolg errungen. Haben wir geschafft. Renovierung im Umland. Bau ein Gebäude außerhalb des ursprünglichen Startbioms. Okay. Ding jetzt hier oder was? Was ich sonst gebaut habe. Hätte ja gedacht, dass das hier schon gewesen wäre, aber okay. Oder vielleicht die Leiter hier.
Ist das jetzt hier schon ein anderes Biom? Keine Ahnung. Wir kommen hoffentlich vorwärts hier. Natürlich gehen jetzt hier alle hier rein und werden klatschnass. Haben wir nicht sonst irgendwo Sandstein oder ist das jetzt aufräumen? Das ist ja ein bisschen dumm. Dann räumt lieber das hier auf, ganz ehrlich. Das hier ist 10-mal schlimmer, wenn ihr unbedingt irgendwo aufräumen wollt. Aber nicht hier immer klatschnass werden, ist ja dumm. So, dann lassen wir hier erstmal das verschmutzte Wasser rein. Und wie wir es dann reinigen, da müssen wir uns später auch mal einen Kopf drum machen. Vielleicht können wir hier das Chlorgas benutzen. Und machen dann hier einfach komplett dicht. Und lassen das Gas hier rein. Ich glaube, das müsste eigentlich reichen. Wenn Chlorgas im Raum ist, dann müsste das Wasser eigentlich zumindest entkeimt werden. Reinigen können wir es ja dann immer noch. Aber wir haben hier so viel Wasser, ey. So. Jetzt gucken wir mal, was machen wir hier für Essen? Matschriegel wollen wir nicht machen. So, wir steigern hier die Kalorien um 500. Qualität ist immer noch fürchterlich, aber wir brauchen halt Wasser. Und Wasser haben wir eigentlich genug. Also ich werde es mal anschmeißen. Wir haben wieder einen Fertigkeitspunkt. Oh, zwei sogar. Stinky. Rohrentleerung brauchen wir zwar noch nicht. So, hier haben wir Forschung, das ist wichtig. Auch ein Kolonieerfolg. Da liegt die Rechnung. Benutze die Fertigkeitspunkte eines Duplikanten, um einen ganzen Zweig der Fertigkeitsbaum zu erwerben. Oh, cool. Weil er jetzt Klempner ist hier. So, und die Forschung ist jetzt auch nochmal besser. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich werde mich jetzt mal so ein bisschen ums Dekor kümmern. Wir müssen jetzt aber doch mal mit der Forschung weitermachen. Das haben wir. Brauche ich noch irgendwas? Brennofen brauchen wir erstmal nicht. Bett. Medizin brauchen wir noch nicht. Das hier brauchen wir, glaube ich, noch. Das machen wir erstmal. Und dann machen wir hier Dekor. Genau, wir machen es erstmal so. Rio. Macht Aufräumen, Lagerung. Dekorieren. Macht das. Hier ist für Landwirtschaft und Niesbett war Kochen und naja, Forschung nicht unbedingt. So, alle anderen machen wir Forschung runter. Theorien ist noch ganz gut. Lassen wir mal offen. So, noch ein Fertigkeitspunkt. Nice. So, Essen wird doch ganz schön knibbelig knapp hier. Aber das ist fast wieder durch. Hier oben will auch schon wieder keiner hingraben. Dann müssen wir jetzt hier uns die Dinger schnappen. Oder leider nicht drum rum. Theorien hat eine Erhöhung. Wir machen mal bessere Bedientechnik. Diesmal können sie auch alle durchpennen. Nice.
So, Luft wird immer besser. Außer jetzt gerade da, wo sie die ganze Zeit waren. Aber das sieht aus. Wir haben auch fast 100 mehr gemacht, als wir eigentlich müssten. Das heißt, ich werde den mal hier kurz ausschalten. Endlich sind hier mal mehrere Leute am Werkeln. Ah, die können halt schlecht atmen da unten. Blöd. So, das Essen haben wir weggemacht. Hier wäre echt noch schön, wenn wir da nochmal hin könnten. Nämlich noch ein bisschen Essen. Aufräumen sind sie immer noch beschäftigt. Cool. Fast fertig, sehr schön. So, hier Flüssigkeit, verschmutztes Wasser, go. Not können wir den Raum immer noch ein bisschen größer machen, aber... Wäre natürlich echt cool, wenn wir das mit dem Chlorgas hier irgendwie dann füllen können. Müsste eigentlich reichen, denn. So, Forschung. Brauchen wir die Ohr. Die Dinger sind jetzt hier auch langsam voll. Eigentlich nochmal einen Raum, wo ich die Sachen voll mache. So, luftdurchlässige Ziegel, das ist jetzt auch ganz wichtig. Finde ich auch immer ganz praktisch, wenn man die hier hin macht. Kann die Luft ein bisschen besser zirkulieren. So, Nahrungsmangel, okay. Jetzt hier zum Glück wieder ein bisschen. Das hier oben ist auch weg. Okay. Können wir ruhig anlassen, das ist okay. Wow. So, dann machen wir hier unten mal die nächste. Ufer hin. Ich weiß nicht, ob die hier hochkommen, ehrlich gesagt. Auf Nummer safe. Reichen. Wir haben auf jeden Fall alle erstmal wieder was zu tun. So, Forschung abgeschlossen. Dann das hier noch machen. Können wir hier erstmal für unsere Moral so ein bisschen was tun. Holen wir uns jetzt noch jemanden rein? Das ist die Frage. Wir gucken sie uns erstmal an. Oh, hier. Das ist natürlich. Oh, Jean. 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 Auch Kunst. Und ein Magen aus Stahl. Das ist ja die perfekte Kombo. Wissenschaft und Medizin. Und er hat Maulwurfhände. Ja, da kann ich bauen. Kurieren, bauen. Ada. Flame-Resistenz gesenkt. Also ab und zu mal einschläft, ist nicht. Wir holen uns mal noch einen Wissenschaftler ran. In der Monobraue. Oder Miep. So, dann ist aber wirklich Schluss erstmal. Ich glaube, 8 reicht jetzt erstmal komplett aus. Wir machen Miep hier rein. Und wir machen Miep hier unten mit rein. Okay. Also 8 Leute reicht jetzt erstmal. Bis wir unsere Nahrungs- und Sauerstoffproduktion so ein bisschen verbessert haben. Sehe ich, was jetzt hier alles...
Geheimt. Wollen wir hier auf Stufe 9 machen. So, ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut rein. In der nächsten Folge werde ich mal gucken, ob wir schon unsere Sauerstoffproduktion anwerfen können. Ansonsten wäre vielleicht noch die Alternative, hier eine neue Sachen anzupflanzen. Entweder nochmal eine Reihe Mehlholz. Oder wir versuchen mal hier die Dornblüten anzukriegen. Der Nachteil ist natürlich, dass dann hier dieser Staub von denen sich durch die Basis verteilen wird. Aber an sich haben wir keinen, der dagegen allergisch ist oder so, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Ansonsten freue ich mich natürlich immer weiter über Tipps und Tricks. Sachen, die mir so nicht auffallen, weil ich 20.000 Mal hier rüber gucke und es trotzdem nicht sehe. Wenn ihr noch Namenswünsche habt, wie gesagt, ein paar haben wir noch frei. Wir haben ja jetzt noch ein paar neue bekommen. Also wir hätten noch Stinky, Nisbeth und Olle Meepy. Und wer immer noch mit bei sein möchte, aber wie gesagt, es kann passieren, dass ihr vorzeitig sterben werdet, weil ich irgendwie was vergesse oder nicht aufpasse. Das schwingt immer so ein bisschen mit, aber ich gebe mir natürlich Mühe, dass wir hier alle lebend durchkommen. So, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es soweit erstmal gefallen. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Euch erstmal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.